Wolfgang Einitter, herzlich willkommen. Schönen guten Tag aus Berlin. Schönen guten Tag. Die erste Frage natürlich, wie ist denn die Stimmung im Moment gerade in Berlin? Heute ist ja auch Berlin-Marathon, aber vor allen Dingen auch für die Wählerinnen und Wähler und auch für die Politiker wird es ja wohl ein Marathontag. Also heute ist eben der wichtigste Tag nach der Ära Merkel. Also heute geht eine große Ära zu Ende, die Ära Merkel. Und dementsprechend angespannt ist auch das ganze Land, also nicht nur die politischen Funktionäre. Und man muss eines sagen, also in der, also die Bekannten, die ich jetzt habe bei den Sozialdemokraten, die sind total siegesgewiss und siegessicher. Die waren vor einem Jahr noch bei Olaf Scholz bei 15% der Stimmen. Niemand hat ihn mehr ernst, also niemand hat ernsthaft geglaubt, dass Olaf Scholz jemals Kanzler werden könnte. Heute ist er in den Umfragen knapp vorn. Auf der anderen Seite, der eigentlich als großer Favorit gegolten hat, lange Zeit Armin Laschet. Da sind viele Fehler passiert in diesem Wahlkampf der Union, also sehr viele hausgemachte Fehler. Und es hat auch die Partei also fast zerrissen, als es ging um die Kanzlerkandidatur, wer jetzt antreten darf oder soll, nämlich Armin Laschet oder Markus Söder. Und zu diesem Riss hat sich die Partei nicht mehr erholt. Die Union ist nie als Team aufgetreten und jetzt hofft man doch noch auf ein Wunder, dass Armin Laschet heute Abend mit seiner Union doch noch knapp vorne ist. Man muss dazu sagen, dass die Umfragen nicht so ganz genau sind, denn viele Umfragen funktionieren noch auf der Basis des Festnetztelefons. Und am besten ist die Stimmung zurzeit noch bei den Sozialdemokraten und bei den Grünen. Auch hier ist man eigentlich enttäuscht. Man hat ja mal teilweise 26-28% der Stimmen, war Platz 1 in den Umfragen. Und auch hier sind unglaublich viele Fehler und Pannen passiert. Der Spitzenkandidatin Annalena Baerbock, also von der Plagiatsaffäre mit dem Buch, zu dem Buch, wo sie mehr als 100 Mal abgeschrieben hat, bis zu verspätete Nebeneinkünfte. Und es ist ein Wahlkampf der großen Pannen gewesen und am wenigsten Fehler hat eben Olaf Scholz gemacht. Und das könnte sich heute Abend, das ist wie gesagt nach wie vor ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz. Also die Grünen sind aus dem Rennen. Olaf Scholz hat ja selbst auch die persönlich, also auf jeden Fall die höchsten Zustimmungswerte als Persönlichkeit. Ist es aber auch so, dass er im Wahlkampf es so punkten konnte, einfach nur aufgrund der Fehler der anderen? Oder was hat er denn selbst auch richtig gemacht? Also er hat vor allem gepunktet aufgrund der Fehler der anderen. Also er war der Einzige, der überhaupt keine oder ganz wenige Fehler gemacht hat, während die anderen halt einfach katastrophale Fehler gemacht hat. Ich darf erinnern an Armin Laschet lachen im Flutgebiet, als die Flut Deutschland überrollt hat und da hat es Fernsehbilder gegeben, wo er gelacht hat. Er sagt heute, das ist sein größter Fehler gewesen. Und solche Bilder brennen sich ein. Das ist aber nicht der einzige Fehler, den die Union gemacht hat. Also, und vor allem, die sind niemals als Team aufgetreten. Und bei der SPD war das eben erstaunlicherweise, dass die so lange zerstrittene SPD, also wo die sich gegenseitig immer alle Unliebsamkeiten der Welt ausrichten haben lassen, dass die auf einmal als geschlossenes Team aufgetreten sind. Und wir wissen alle, in einem, auch wie es wie beim Fußball, wenn eine Mannschaft zusammenspielt und füreinander kämpft, dann gewinnt man auch. Und diesen Eindruck hatte man bei der Union nicht. Da sind bis zum Schluss wirklich Dinge ausgerichtet worden. Zum Beispiel Markus Blume hat noch vor 4 Tagen gesagt, wir müssen, also 4 Tage vor der Wahl, wir müssen eine Fehleranalyse machen. Und sogar Friedrich Merz hat gestern noch an die Parteifreunde geschrieben, wir haben einen katastrophalen Wahlkampf gemacht, der nicht ideal gelaufen ist. Und unser Spitzenkandidat hat nicht die besten Werte. Also wenn man das 2 Tage vor der Wahl an seine Parteifreunde schreibt, dann merkt man schon, wie die Stimmung also angespannt ist im Lager der Union. Und trotzdem schließe ich es nicht aus, dass es heute Abend noch ein Unionswunder gibt. Denn wie gesagt, dass die Umfragen basieren vor allem auf dem Festnetztelefon und der Social-Media-Faktor wird immer wichtiger, auch bei den Wahlumfragen. Und das ist noch zu wenig berücksichtigt. Kann man vielleicht auch sagen aus österreichischer Sicht, ja, dass auch die Deutschen oder der deutsche Wähler hier weniger verzeiht als der österreichische Wähler? Also in dem Fall glaube ich auch, also wenn einem Politiker solche Fehler passieren, das ist da in Österreich eigentlich ganz gleichbar. Also wenn ich mir nur anschaue, also die Fehler, es war halt einfach ein, auch es war eigentlich
es gibt einen Kanzlerfotografen, der hat alle 8 deutschen Kanzler seit 1949 fotografiert, Konrad Müller. Und der hat gesagt, es war der schlechteste Wahlkampf, auch von den Kampagnen aller Zeiten. Also es liegt auch daran, dass es katastrophale Wahlkämpfe, also auch die Slogans waren einfach Politsprech vom Allerschlechtesten. Und die einzige Agentur, die es wirklich gut gemacht hat, also jetzt aus professioneller kommunikativer Sicht, war die Agentur der SPD. Die haben einen Wahlkampf gemacht, also der einfach eine einzige Linie hatte. Wenn ich mal anschaue, die Wahlplakate der Union, die sehen teilweise aus wie eine schlechte Waschmittelwerbung, wie mit einem Bullauge aus einer Waschmaschine, der Kreis in den Wahlplakaten. Und da ist es halt einfach diese Leidenschaftslosigkeit und Austauschbarkeit dieser Wahlslogans hat auch aus meiner Sicht dazu geführt, dass neben den Fehlern einfach dass die anderen Kandidaten so weit hinten sind. Und ich glaube, man auch in Österreich, wenn man den Vergleich mit Österreich hätte, wenn jetzt jemand, ein Kanzlerkandidat im Fluggebiet nach einer Katastrophe, wo so viele Leute obdachlos geworden sind und mir haben und gut bangen, ich glaube, das wäre auch in Österreich für den Kandidaten nach hinten losgegangen. Das war der schlechteste Wahlkampf, zumindest eben hier überhaupt in die deutsche Geschichte gesehen hat. Gleichzeitig wird es wohl die höchste Wahlbeteiligung aller Zeiten werden. 75% stehen im Raum, das heißt, wir sprechen von ungefähr 45 Millionen Wählern, die heute hier an die Wahlurne treten werden. Warum glauben Sie denn, dass hier auch so viele Menschen mobilisiert werden konnten? Ist es wirklich, weil dieses Rennen so knapp ist? Und vor allen Dingen, wem hilft das mehr? Also es ist deswegen ein entscheidender Wahlkampf nach 16 Jahren Angela Merkel. Also eine Frau, die deutsche Geschichte geprägt hat wie keine andere. Also sie war eigentlich der Ansprechpartner für Amerika. Sie war also als der Trump gekommen ist, dass Obama zu ihr gesagt hat, Angela, du musst bleiben, weil du musst aufpassen, dass dieser Mensch nicht allzu viel anrichtet. Also Angela Merkel war eine Stimme, auf die ganze Welt gehört hat. Also eine Staatsfrau, eigentlich eine Legende. Und jetzt auf einmal steht Deutschland nach 16 Jahren vor einem totaler wegweisenden Entscheidung, wer ist am ehesten in der Lage, Angela Merkels Erbe anzutreten. Und deswegen ist es auch heute so, dass so viele Leute zur Wahl gehen. Weil es eben keine Wahl ist, wo es einfach normal weitergeht, sondern eine Wahl, wo nach einer großen Staatsfrau jemand anderer kommt. Und deswegen ist es auch so, dass heute so viele zur Wahl gehen. Und eigentlich war allen klar, dass Armin Laschet der legitime Nachfolger Angela Merkels ist, aber Olaf Scholz hat es sehr geschickt gemacht. Er hat gesagt, also ich bin der Nachfolger Angela Merkels, also bei mir können Sie ruhig durchatmen, bei mir wird alles ganz normal weitergehen und deswegen ist es halt heute so entscheidend und deswegen glaube ich, dass je mehr Leute heute zur Wahl gehen, dass es vor allem 3 Parteien gibt, die davon profitieren werden. Das sind zum einen die Grünen, die lange Zeit, was man jetzt schon vergessen hat, auf Platz 1 in den Umfragen lagen und hätte Annalena Baerbock nicht so viele katastrophale Fehler gemacht im Wahlkampf, dann hätte es auch durchaus sein können, dass erstmals eine grüne Kanzlerin Deutschland regiert, denn das Klimathema war in diesem Wahlkampf ein sehr wichtiges, nicht das alles Entscheidende, aber ein ganz großes Thema. Und deswegen von dieser Mobilisierung sind eigentlich 3 Parteien werden da groß profitieren, das ist die Union, die SPD und die Grünen. Frage noch an Sie, Herr Einitzer, und zwar, die Frage ist natürlich, laut der ganzen Umfragen der letzten Wochen war ja immer Olaf Scholz vorne, auch wenn das jetzt im Moment gerade sehr knapp ist, das Rennen heute auch sein wird. Was spricht denn dennoch noch für Armin Laschet oder an was kann er sich denn und seine Union noch aufbauen? Also wie gesagt, abgerechnet wird zum Schluss. Es kann durchaus sein, dass Armin Laschet heute ganz knapp vorne ist, dass auch wenn die Wahlforscher das selbst für sehr schwierig halten. Aber wie gesagt, dadurch, dass interessanterweise die meisten Wahlumfragen immer noch über das Festnetztelefon laufen und der Social-Media-Faktor zu wenig berücksichtigt wird, ist auch hier eine Überraschung möglich. Aber der Olaf Scholz hat halt irgendwie den psychologischen Vorteil. Wenn Sie bei 15% gestartet sind in den Umfragen, wenn keiner mehr an Sie glaubt und auf einmal sind Sie jetzt der in den Umfragen überall vorne, ist er so oder so der Sieger. Also er hat eine riesengroße Aufholjagd gestartet und bei Armin Laschet ist eigentlich nur
nach unten gegangen. Und deswegen ist es halt so, dass wenn Armin Laschet heute vorne sein wird, dann ist alles gut und die Partei wird nicht an seinem Sessel sägen, aber sobald er auf Platz 2 sein wird bei dieser Wahl, dann glaube ich, dass seine politische Karriere zu Ende sein wird heute Abend. Sind wir gespannt, zumindest auf nationaler Ebene kann man wahrscheinlich davon ausgehen, in NRW ist er nach wie vor auch noch immer als Ministerpräsident im Amt. Vielen Dank für das Gespräch, Wolfgang Einetter. Sehr, sehr gerne und schönen Tag nach Wien. Dankeschön, ebenfalls.